Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neck. Wir sind hier jetzt im, ja, Garten von Victors Villa. Ich nehme es mal an. Und müssen 20 von diesen schönen, was heißt schönen, schön? Robotern zerstören. Und ihr seht schon, die haben so einen Lichtkegel. Ich glaube, man kann sich ausmalen, was passiert, wenn, wenn er uns entdeckt. Okay. Legen wir los. Okay, die brauchen schon noch. Wie ich dachte, klare Kristalle. Zwei Hits. Das war too close. So. Die beiden lasse ich da erst nochmal. Mal lieber zu dem hier. Ich sammle sie auf, du machst weiter. Naja. Okay, jetzt ist die Frage. Sieh mich doch bestimmt irgendwie. Von hinten anstellen. Ah, oh, wie war das denn nochmal? Irgendwas war mit denen. Weil ich habe das ja schon einmal gemacht. Wisst ihr ja, ich habe irgendwie bis Kapitel, ich glaube, 6-2 oder so gespielt. Irgendwie so etwas um den Dreh. Hm. So. Ach, was bist du denn jetzt für ein Kerlchen? Okay. Wenn du meinst. Okay. Oh, okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht, dass sie mich sehen, aber dann ist meine Frage beantwortet. Die dürfen mich sehen. Okay, dann geht er erstmal hier lang. So, der darf mich jetzt aber nicht sehen. Hier sind ganz schön viele Kristalle. Erstmal mal gucken. Nicht, dass ich hier jetzt aus den... Genau. In irgendeinen Lichtkegel laufe. Auf sie, Neck! Naja. Na gut, dann... Laufe ich gerade doch nochmal rum, um die zu erledigen. Weil der eine würde mir ja so oder so fehlen. Okay, Kumpels! Ich bin da! Okay. Und ist irgendwas? Nee, kann ich nicht mehr hin, okay. Ist okay. Machen wir mal so. Ich habe hier so viele... So viele Kristalle. Wäre irgendwie schade, die stehen zu lassen. Mal einsammeln. Ich wollte sagen, hier ist auch noch ein bisschen was. Wir kommen zwar wahrscheinlich nicht auf ein komplettes, aber naja, schon wieder fast zur Hälfte gefüllt und von daher wäre doch wirklich zu schade. Hier war doch noch irgendeiner. Da war noch einer. War hier noch was? Jawohl. Okay. Okay. So ein Knilch. Mit so einem Roboter. Okay, wunderbar. Weiter geht's und nichts verpassen. Ah, jetzt reichen die auch mit einem Schlag aus. Okay. Nein, das... Du bist so einer. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Na, dann lasse ich nochmal...
nochmal herkommen. Jetzt aber. Nur noch ein paar Necks! Na, schade, der war zu weit weg. Na komm. So, auch immer nach Verstecken ausschauen. Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt mit den Truhen. Das ist, also es gibt 60 Verstecke dieser Art. Und es ist scheinbar immer völlig random, was in diesen Truhen vorhanden ist. Und genauso random sind halt die Kristalle. War ich jetzt schon? Ja. Nee. Ne, da war ich noch nicht. Wie gesagt, die sind völlig random. Und manche von den Kristallen, die sind eben super selten. Manche, die sind halt weniger selten. Und ja, es ist im Prinzip scheinbar ein reines Glücksspiel, welche man bekommt. Genauso wie mit den Bauteilen. Die Bauteile sind, fast fertig. Kommen natürlich bevorzugt dran, das ist klar. Aber wenn man wirklich die ganzen Kristalle haben will und dann 20 Stück davon, wenn das völlig random ist, dann, ja. Viel Spaß. Ich hatte erst überlegt, das vielleicht zu sammeln, aber wenn das völlig auf Randomness basiert, dann, nein. Habe ich da weniger Lust zu. Um euch halt die unterschiedlichen Formen von Neck zu zeigen, aber... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe eine übersehen. Das ist dann halt so, es gibt dann verschiedene Formen von Neck. Und... Ja, wie gesagt, die haben alle eben ihre speziellen Fähigkeiten. Bei manchen, da brauchen die... die Supermoves länger zum Aufladen, dafür hat er, was weiß ich, höhere Verteidigung und den ganzen Schmarrn. Das könnt ihr dann einfach mal googeln, habe ich gestern auch gemacht. Und da gibt es schon ein paar Formen, ich weiß nicht, irgendwie 4 oder 5? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Und wo zum Henker? Ist der letzte oder kommt ihr da gleich noch? Hier erstmal. Eine Truhe. Mit einem weiteren Bauteil. Okay, für den Ernterteil. Da fehlt uns auch nur noch eins. Okay. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch so, dass ich den letzten irgendwie gesucht habe und irgendwo kam der hier. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da ist er. Okay. Geh auch nochmal kurz nach hier. Dann habe ich an nichts verpasst. Wunderbar. Miss, wohin läufst du? Okay. Jetzt bist du dran. Hilfe! Oh, oh. Machen wir das doch einfach so. Neck, danke für die Rettung. Ich glaube, das reicht. Neck, erinnerst du dich an die Eiszapfen? Du baust jetzt diese Kristalle genauso in deinen Körper ein. Ist ja lächerlich. Ich habe das für unmöglich gehalten. Die arkanen Energien von Necks Brustkugel interagieren sonst nur mit... äußerst dichten Material der Relikte, ja? Es ist möglich. So, Neck, jetzt wird es etwas schwieriger. Du musst dich konzentrieren und den Teil von dir, mit dem du denkst, in die Kristalle verschieben. Vergiss die Relikte einfach. Hm. Ich presse
präsentiere Tarnnek. Wirklich gut. So, jetzt gehst du einfach durch die Laserstrahlen und schaltest sie ab. Trophäe und Kapitel 4.3, Tarnnek. Okay, darf ich nicht nochmal nach da? Echt nicht? Okay. Denk dran, wenn die Strahlen dich erfassen, ist das dein Ende. Kein Problem. Alles super. So, haben wir damit auch wieder eine neue, ja, Verwandlung kann man es ja jetzt nicht wirklich nennen. Eine neue Fähigkeit. Verwandeln. Ah, okay. Schön. I like it. Ich hab die... Oh, scheiße. Ich hab die ehrlich gesagt vergessen gehabt. Aber stimmt, jetzt wo ich das jetzt wieder so sehe, da war ja was. Ich finde das auch so cool, wie er da... Okay, jetzt mach weiter. Ist ja okay. Ist ja okay. Ich will gerade sagen, bester Schalter. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Weiter jetzt. Hier ist ja ein bisschen Energie. Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay. Und hier einmal rein. Eine weitere Truhe. Oh, ein Kristall. Oh, ein Diamant. Der ist super selten. Seht ihr ja schon an der Seltenheit. Ja, in seine ultimative Gestalt. Sieht natürlich echt schon cool aus. Und für den braucht man dann natürlich nur 10, weil er so selten ist. Also, ich hätte direkt bleiben können in der Gestalt, aber gut. Hallo! Aua. Okay, ist hier noch irgendwas? Nee. Oh. Hoppala. Jetzt aber. Ich habe jetzt gar nichts gedrückt. Der hat sich jetzt von selbst zusammengesetzt. Nein! Oh. Irgendeiner von denen musste mich ja treffen. Okay. Scheint wieder nichts zu sein, also kann es weitergehen. Schalter. Ich glaube, der kommt noch. Nee. Ihr seid auch nicht wirklich Schalter. Ich mache immer dieselbe Attacke, ne? Sorry, irgendwie ist sie am schnellsten. Schalter. Irgendwie einen Schalter übersehen? Nee, hab ich nicht. Ich bestimmt nicht. Das glaube ich, das geht einfach noch ein bisschen weiter. Hier zum Beispiel. Hey, Nick. Wie war das, Nick? Wie beim Schlafwandeln. Ein seltsames Gefühl. Was auch immer ich bin, will sich nie zu lange von dem hier entfernen. Okay. Weiter geht's. Ah.
Okay. Und ist hier irgendwas? Nee. Es kommen noch Laser hinzu auf dem Boden. Aber das ist kein Problem für uns. Jetzt mal gucken. Hier ist was. Sehr auffällig, nichts übersehen. Ah, wieder so ein Spielchen. Nein! Oh nein! Hau ab. Okay, einfach nur. Mit ein paar Sonnenkristallen? Aber die sind ja nicht verkehrt zurzeit. Boah, guckt euch mal unsere Energie an, wenn wir Tarnnex sind. Das ist ja... halten wir ja gar nichts aus. Ja. Timing. Perfekt. Hallo. Aua. Na, irgendeiner von denen musste mich ja treffen. Was zum Henker? Oh, Gott sei Dank, neue Energie. Yay. Okay. So viele Sicherheitsmaßnahmen. Ich bin sehr gespannt darauf, was Victor hier treibt. Oh, oh. Das wird böse. Ich wollte eigentlich hier hoch. Dann hier rein. Und dann hier rein, wollte ich sagen. Wo kommt ihr denn her? Da kommt... Oh, wow. Schießt er mir eiskalt erstmal voll ins Gesicht. Glaubst du ja wohl nicht. Na komm. Okay. Oh, schöne Kameraführung. Oh, oh. Merke! Oh, nee. Laser sind instant death. Nein! Das Ganze nochmal. Und zwar so. Ganz gechillt. Oh. Okay. Aua. Okay. Achso. Der ist schon weg. Brauche ich gar nicht. Noch mit. Okay. Sieht aus, als benutzt er die Riesenrelikte in einer Art Motor. Das ist ein Motor für ein Schwebeauto in tausendfacher Größe. Der da reicht für ein Flugzeug von 3 Kilometern Länge. Mal sehen, was wir hier noch finden können. Okay. Huch, da geht's, glaube ich, weiter. Ist hier noch irgendwas? Sehen wir das nochmal angucken? Nö, hier steht da einfach nur. Alles klar.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, eure Katan.